Hallo alle miteinander. Üblicherweise folgen die Videos unter der Woche mittwochs. Da habe ich es leider nicht geschafft, möchte mich dafür entschuldigen. Außerdem, dass die Videos an sich ziemlich kurz sind, nicht nur jetzt, sondern allgemein. Ich werde daran arbeiten, aber leider ist ausgerechnet der Januar ziemlich eklig bei mir vom Zeitplan her. Aber zumindest sollten wir jetzt endlich mit dem Video loslegen. Ich habe nämlich unerwarteterweise von Carlsen ein Päckchen bekommen. Dazu gab es auch noch mal ein Newsletter. Ich muss wirklich sagen, ich finde das totschick. Da freue ich mich drauf. Deshalb würde ich sagen, dass wir direkt loslegen. So. Ach du liebe meine Güte. Ist das schön? Ist das schön? Von der Aufmachung her. Ich habe mich dazu bereits informiert. Und zwar ist das nämlich ein neues Label. Es soll nämlich, wo steht's? Ich habe ungefähr dasselbe genau auch schon online gelesen, von April bis September gehen. Und es ist eigentlich für junge Erwachsene bzw. Mädels ausgelegt. Aber es gibt auch noch einen, jetzt bin ich vorsichtig, Harem-Manga, der dann eben die Jungs ebenfalls noch bespaßen soll oder besser gesagt auch für diese etwas wäre. Fokus ist Comedy, Boys Love und Slice of Life, wenn ich mich nicht komplett irre. Da war irgendwie was auch nochmal online dazu nämlich. Und hier hatten wir nämlich ein Vorab-Exemplar. Das sollte Mitte März, wenn ich mich nicht komplett irre, erscheinen. Und ich habe den schon seit ein paar Tagen. Ich war nicht da, als es angekommen ist. Deshalb kann ich jetzt nicht beschwören, wann es bei mir angekommen ist. Und hier gibt es auch nochmal tolle Extras, zwei wunderschöne Postkarten, eine SNS-Card, Social Network Service. Eigentlich bin ich momentan ziemlich faul auf Instagram, aber ich könnte das mal als Anstoß, als Reiz nehmen. Auf jeden Fall, ja, schaut das schon mal sehr, sehr schön aus. Ich meine, das ist diese Harem-Manga. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil, also es ist edgy, so viel sei gewiss. So. Schließt das wirklich alle Titel ein, die dann in den nächsten Monaten erscheinen werden? Voice Rush schaut ziemlich schön aus vom Cover her. Sticht mir sofort ins Auge. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich zu diesen zwei Titeln, There's No Future in This Love und Voice Rush. Hier hätten wir dann erstmal ein Intro. Die Erklärung, was Hayabusa ist. Ich werde dazu wahrscheinlich unten was verlinken, einfach weil ich mich da auch schon schlau gemacht habe. SNS. Ich frage mich, ob es jetzt Yaois oder allgemein Shonen Eis sind. Und dieses wunderschöne Bild, das wir bereits eben gesehen haben. Leider kein Poster, das man abnehmen könnte, was ich aber auch niemals angerührt hätte. Leseprobenposter, das haben wir schon eben gesehen. Dem Manga. Zwar noch nicht, aber das Cover gefällt mir. Das sehen wir ja schon die ganze Zeit, aber ich finde das so schön. Die SNS-Card. Das Motiv gefällt mir jetzt nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Und anscheinend noch zwei Postkarten. Genau, hier steht es nochmal. Bisher drei Bände und hier sind auch nochmal die anderen harten Fakten. 176 Seiten, ab 14 Jahren, Romance und würde preislich 10 Euro kosten. Hier hätten wir auch schon meine, ja, anderen Favoriten. Mit Postkarten jeweils in der ersten Auflage. Ich muss mir mindestens den hier holen. Also mir gefällt das Charakterdesign so gut. Der ist nur Future and This Love. In zwei Bänden abgeschlossen. Ich schätze, das ist ein Yaoi. Die Reihe ist ein bisschen länger. Da freue ich mich. Und da hätten wir jetzt hier diesen für Jungs ausgelegten Titel. Den werde ich mir gegebenenfalls auch holen. Marketingopfer für 5 Euro. Da kann man nicht Nein sagen. Anscheinend kann man aber für
ein Angebot ebenfalls sich bespaßen lassen. 10 Exemplare für 28,50. Ehrlich, ich finde diesen Aufsteller ziemlich cool. Allgemein mag ich die ja sehr gerne. Das ist mal was anderes. Entschuldigung, ich sollte eigentlich nicht so viel Zeit damit verschwenden. Hier hätten wir bedingt mal Postkarten oder SMS-Karten. Ich weiß aber nicht, wann was erhältlich ist, also das System dahinter scheint eher bei Boyslove auf SMS-Karten ausgelegt worden zu sein. Aber der aktuelle Titel ist ja Romance. Na? Und hier hatten wir auch noch mal eine Übersicht. Wann kommt was raus? Wo ist Voice Rush hier? Okay, ich muss bis Mai warten. Aber anscheinend sind da auch schon weitere Bände enthalten. Da freue ich mich. Nämlich hier im August kommt Band 2 raus. Das wird schön. Also, mir gefällt die Übersicht, die wir jetzt hier schon haben. Dann hätten wir hier zu guter Letzt nochmal den Manga. Das Leben ist deine Instagram-Story. Jetzt reinlesen. Ich würde sagen, dass wir zumindest uns einen ersten Eindruck verschaffen sollten. Wirklich, wirklich schön von der Aufmachung her. Hier hätten wir auch schon das gute Stück. Ich finde das Cover so schön, generell auch das Format. Okay, Meguro ist also unser Protagonist. Ich finde das so schön mit den Farbseiten und den Farben. Wow, das ist so, so schick. Und die Augen, mein Gott. Leider sind sie nicht allesamt koloriert, also den Manga hätte ich gerne in Farbe gesehen. Die Sprechblasen sind ziemlich stark im Fokus. Ich weiß nicht, ob es die Seiten sind oder wie es gebunden wurde, also es ist dann doch ein bisschen steif, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme aber erstmal die ganzen Extras raus. Aber tatsächlich, also ich finde es ein bisschen unangenehm, hier drin rumzublättern. Ich muss wahrscheinlich auch nochmal die Rückseite knicken, damit es besser wird. Aber es ist ein bisschen ungewohnt. So, ich würde aber sagen, dass wir mal ganz kurz den Manga beiseite stellen, um uns mal ganz kurz die SNS-Karte anzusehen. Die Motive, die man verwenden kann, beziehungsweise als Hintergrund verwenden kann. Da fallen mir schon zig Sachen ein. Dann hätten wir hier die erste Postkarte. Und Nummer 2. Ich freue mich über die Motive. So, so schön. Ach, das ist so toll. Also auch nochmal hier, dass es etwas matt gehalten wurde. Nochmal zum Manga. Ich muss sagen, ich werde mich wahrscheinlich in den ersten 2 Minuten wieder dran gewöhnen. Es ist wohl nur das Format und auch nochmal das Cover, beziehungsweise hier die Folie. Auf jeden Fall, ich hätte jetzt wirklich nicht erwartet, dass die ganzen Sprechblasen so im Vordergrund sind, auch nochmal die Panels so stark voneinander abgetrennt werden. Der Zeichenstil gefällt mir richtig gut. Ich freue mich auch ungemein über die Farbseiten. Bin schon gespannt, wie ich es finden werde, einfach weil ich weiß nicht, ob es hier auch nochmal steht. Ich habe mich nämlich ein bisschen schlau gemacht. Es geht um den androgynen Meguro, der Influencer mit dem farbenfrohen Generalist-Style-Make-up oder auch Modetipps postet. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.